Hallo in die Runde und herzlich willkommen bei Bistlips TV. Egal ob die Sonne scheint oder nicht, solche Polarisationsbrillen hier, die sind am Wasser beim Angeln eigentlich fast Standard. Natürlich nicht nur, um die Augen vor der Sonne zu schützen, so wie es andere Sonnenbrillen auch tun, sondern vor allem auch, um die Spiegelung von der Wasseroberfläche zu nehmen. Polarisationsbrillen gibt es am Markt reichlich. Ihr könnt 20 Euro für eine Polbrille ausgeben, könnt aber auch locker 200 Euro auf den Tisch legen. Wo die Unterschiede liegen und was es mit Polarisationsbrillen überhaupt auf sich hat, das wollen wir mal klären. Ja, und wer könnte solche Fragen besser beantworten als ein Optiker? Hier haben wir einen, und zwar einen echten Spezialisten. Zu Gast bei Jens Heimer in Bielefeld. Jens ist Augenoptikermeister und ausgewiesener Spezialist für Sportoptik. Kennt sich mit Polarisationsbrillen also bestens aus und weiß natürlich auch, wie sie überhaupt funktionieren. Naja, das ist relativ einfach. In der Natur gibt es spiegelnde Flächen wie Wasseroberflächen, das kennt ihr Angler ja. Und da passiert nicht nur Spiegelung, sondern es passiert auch eine Veränderung des Lichtes. Wir nennen das Polarisation, das heißt, Licht wird gerichtet in eine Richtung, ist aber leider uninformativ. Das heißt, es stört nur. Und dafür gibt es Brillengläser, die diese Spiegelung herausfiltern. Kann man sich vorstellen wie eine Jalousie, wo Licht durchfällt. Man kennt das aus Filmen, wenn dann diese einzelnen Lichtschattierungen durchkommen. Und diese Filter sind ähnlich aufgebaut, haben ein Gitter in den Gläsern eingebaut, mikroskopisch klein, und das filtert diese Spiegelung raus. Damit wird die Oberfläche, durch die man durchgucken will, Wasseroberfläche, Heckscheibe vom vorausfahrenden Auto beispielsweise und sowas, entstört. Das ist der Trick. Und diese Folien werden von wenigen Firmen weltweit hergestellt. Das heißt, die Qualität der Gläser ist relativ vergleichbar. Nicht gleich, vergleichbar. Trotzdem gibt es große Preisunterschiede. Und zwar aus folgendem Grund. Nun, es gibt sehr teure, es gibt sehr günstige. Die teuren zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass die Folien wesentlich besser verarbeitet sind in den Gläsern. Das heißt, auch bei stark gekrümmten Gläsern, wie es beispielsweise Firmen wie Oakley, Adidas, Rudi Project und sowas machen, sind die Gläser sehr stark durchgebogen und die Folien halten trotzdem und haben auch eine exzellente Abbildung. Das heißt, die optische Qualität der Gläser, die ist letztendlich das, was auch den Preis hervorbringt. Günstige Brillen gibt es auch. Wobei man da nicht unbedingt weiß, wie gut, wie dauerhaft gut ist es verklebt, wie ist es verarbeitet. Und letztendlich unterscheiden sich auch die Gestelle in der Qualität. Aber im Grunde genommen ist Pol gleich Pol. Die Qualität ändert sich eben mit der Verklebung der Folie, die ja im Sandwich-Verfahren eingebracht wird. Aber der physikalische Effekt ist immer der gleiche. Das sollten wir beim Kauf einer Sonnenbrille generell im Auge haben. Naja, es ist wichtig, dass man beim Kauf erstmal darauf achtet, dass die Brillen CE zertifiziert sind. Das heißt, dass sie auch allen europäischen Normen entsprechen und auch verkauft werden dürfen und man seine Augen damit nicht schädigt. Aber klar ist, dass die teureren und besseren sicherlich kontrollierter das Licht filtern und nicht nur einfach dunkel machen, sondern auch vielleicht Kontraste hervorheben oder bestimmte Lichtanteile hervorheben. Wenn ich nur eine dunkle Sonnenbrille habe, ist alles nur dunkel. Wenn ich aber vielleicht Buckel irgendwo in der Buckelpiste sehen will oder eben spezielle Strukturen am Wasser möchte sehen, wo ist welche Umgebung, dann brauche ich spezielle Filter und die werden sicherlich etwas mehr kosten. Apropos hell und dunkel, welche Rolle spielt die Farbe der Gläser? Also ein normales, vollwirksames Polarisationsglas wird immer mindestens eine Grundtönung von 50% grau haben. Das ist physikalisch so festgelegt, das geht nicht anders. Aber die können getönt werden, das heißt, man kann heutzutage auch ganz bequem braune, graugrüne oder graue und dunklere Gläser haben, die aber in der Polwirkung nicht intensiver sind, sondern nur eine zusätzliche Farbschicht dabei haben. Der Träger dieser Brille sollte natürlich ganz klar ausprobieren, womit er gut gucken kann, was ihm gefällt, womit die Farbwiedergabe seiner Umgebung so ist, dass es ihm auch passt. Aber klar ist, ich würde empfehlen, für den Angler ein graues Glas oder ein grau-grünes Glas zu nehmen, eine neutrale Farbwiedergabe also. Das heißt, dass die Farben gleichmäßig wiedergegeben werden. Wenn ich ein braunes Glas nehme, was sicherlich für einen Radfahrer eine wunderbare Sache ist, dann werden aber die Farben leicht verfälscht. Es werden Kontraste hervorgehoben und es ist eben die Frage, ob der Anwender, der Angler in diesem Fall, das haben möchte. Dazu empfehle ich eigentlich immer ausprobieren, mit dem Optiker sprechen, ob man mal vor die Tür gehen kann und wenigstens mal durchgucken kann durch so eine Brille.
Es ist, sehen ist Gefühlssache. Ich muss es ausprobieren, ich muss mich damit wohlfühlen. Ich würde aber, wie gesagt, empfehlen, graues, neutrales Glas ist für den Angelsport sicherlich das Richtige. Auch eine Polbrille will gepflegt werden und das geht am besten so. Ganz einfach. Brille waschen, Hände waschen, Brille mit waschen. Das ist wirklich das Einfachste. Früher hat man immer gesagt, man soll Spüli benutzen und schön die Brille beim Spülen mitmachen. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Man hat festgestellt, dass die Spülis heutzutage sehr aggressiv sind. Ein Tropfen muss gleich eine ganze Ortschaft sauber kriegen. Wir kennen das aus der Werbung. Und diese Spülis enthalten Tenside, die aber die Oberflächen der Gläser stark beanspruchen. Die Lacke auf den Oberflächen fangen an zu quellen und das bewirkt, dass die Oberflächen kaputt gehen. Man sagt heutzutage milde Handseife oder ein Shampoo, lauwarmes Wasser und die Brillen damit schön waschen, hinterher mit einem Leinen- oder Halbleinen-Geschirrtuch sauber machen, ist man auf der sicheren Seite. Was man nicht benutzen sollte, sind alkoholische Reinigungstücher, weil die auch die Lacke beanspruchen und möglicherweise kaputt machen können. Hände waschen, Brille mit waschen. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für Brillenträger? Oh, ganz viele mittlerweile. Es gibt eine ganze Menge gut ausgebildeter Augenoptiker, die sich weitergebildet haben zum Sportoptiker, die in der Lage sind, die Brillenglasstärke ganz elegant in solche Brillen einzubauen. Auch mit starken Krümmungen mittlerweile sehr gut möglich. Und man kann also Brillen erzeugen, die genauso aussehen wie die normale Brille, aber die Glasstärke ist drin. Selbst mit Mehrstärken oder mit Gleitsicht ist alles möglich. Farben, ganz große Auswahl. Da sollte man also gucken, dass man einen Optiker findet, der das kann, sich beraten lassen und dann sich überraschen lassen. Da ist eine ganze Menge mehr möglich, als man glaubt. Aber für 100 Euro ist sowas nicht zu haben. Es ist also wirklich schon ein spezielles Sportgerät. Und wir bewegen uns in einem Bereich, der sicherlich im 500, 600, 700er Bereich angesiedelt ist, je nachdem, was drin sein soll in dem Ganzen. Aber man kann auch schon für 370 Euro ein Pärchen polarisierende Gläser, die bruchsicher sind, mit Entspiegelung haben. Dann kommt das Gestell dazu. Also ich sag mal, wenn man 500 Euro in die Hand nimmt, hat man eine perfekte polarisierende Brille mit seiner Glasstärke. Wenigstens zum Weitgucken. Wenn man auch noch damit lesen will, wird es ein bisschen teurer. Fassen wir insgesamt zusammen mit dem Blick aufs Budget. Ich denke, auch das liegt bei jedem Konsumenten selber. Das ist ähnlich, was für eine Rolle muss er haben, was muss er für eine Route haben. Ich glaube, das steht und fällt mit der Häufigkeit der Anwendung. Für zwischendurch tut es auch eine günstige und viele Angelshops haben ja mittlerweile auch ein kleines Sortiment solcher Brillen da. Die sind nicht schlecht, die sind wirklich gut, diese Brillen, und es ist okay, die zu benutzen. Wenn man häufiger und spezieller das Ganze benutzen will und einen großen Anspruch an Qualität und klare Bildwiedergabe legt, sollte man den Gang zum Spezialisten machen. Ja, das also die Tipps vom Experten zum Thema Polarisationsbrille. Und ganz egal, für welches Modell ihr euch entscheidet, wie viel Geld ihr für so eine Brille ausgebt, wir wünschen euch am Wasser natürlich einen guten Durchblick und drücken euch selbstverständlich die Daumen, dass ihr die Fische nicht nur seht, sondern auch fangt. In diesem Sinne, viel Spaß am Wasser.